Hallo zusammen und damit das Herz kommen zum heutigen neuen Standpunkt von mir. Heute zum 12. Spieltag der Super League. Ja, Zürich gegen Sato Zanushi. Lausanne ist gerade auf dem 11. Platz. Ich bin da einfach da rechts von mir Tabelle ein. Und Zürich mit 23 Punkten, 1. Platz. Ja, wenn sie gewinnen sollten, also nicht gewinnen lassen, sie sollten eigentlich gerade die Aufstieg gewinnen. Weil, 10 Spiele hat er Zürich mit 13 gewonnen. Und ja, ob ich denke, dass ich mit 100% bin. Also, wenn sie es verliert, dann weiß ich auch nicht mehr. Sorry, aber das ist einfach peinlich. Außer Lausanne hat in Basel mit 13-0 gewonnen. Ich habe Respekt vor dem Gegner, aber Angst habe ich nicht vor dem Gegner. Ich bin auch ganz ehrlich, wie es ist. Aber ja, mein Tipp ist auf jeden Fall das 3-0 oder das 4-0. Ja, wenn der Zürich gewinnen sollte, dann sind sie wieder an der Tabellenspitze. Egal ob ich morgen gewinnen sollte gegen Lugano, sind wir immer noch 1. Platz. Das sollte auch so bleiben, wenn es so weitergeht. Zuerst ziel ich mal Wintermeister zu werden, aber das geht noch ein paar Spiele. Ja, und das Wichtigste ist, wenn euch der Vlog auch gefällt, wie immer, denkt ein Abo da, Daumen nach oben, like das Video und kommentiert. Und die Liebe da supportet mich weiterhin und weiter. Und ja, mal bin ich nicht was los. Ja, wie gesagt, mein Tipp ist 3-0 oder ja, es 4-0. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann später. Ich habe mir einen Bambino vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen Sticker bestellt. Ich habe noch ganz viele da. Also wer einfach haben will, schreibt mir einfach auf Insta, wer haben will und ja. Dann glaube ich, ob insgesamt etwas mit 20 Franken kostet. Ich weiß nicht mehr genau, aber wer haben will, kann mir einfach auf Insta schreiben oder einen Kommentar. Also wie gesagt, wegen den Sticker, ich weiß nicht mehr genau, wie viel sie insgesamt gekostet haben, aber wenn ihr wollt, sind kostenlos für euch. Also die, die abonniert haben, kostenlos natürlich, die, die nicht abonniert haben, nicht kostenlos. Nein, egal, ich bin Ehrenmann und mache für Abonnenten und nicht für Abonnenten kostenlos. Also wer auch will, findet es, schreibt oder auf E-Kommentar. Genau. Und das ist Startaufstellung für den FC Zürich! Thank you.
der Vorteil, aber bei uns nicht. Mach ihn! Ja! Ja, Mann! Immer alles geht, es gibt keine Grenzen mehr. Immer alles geht, es gibt keine Grenzen mehr. Heute so wie du, heute so wie Kati. Schön. Schön, Brecher, schön! Komm! Komm!
Nein. Hey! Hey! Was für... Digga, was denn? Was denn? Ja, ja, haben wir noch einmal. Erste Führung schießt es, Goal. Leute, sie werden noch ein so was cool machen. Boom. Ja, ja. Ich voll. FC Zürich schießt Goal. La 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 la. La 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 la. Nein. Schießt Goal. Du bist so ein kleiner, verdammter Idiot, ohne Scheiß. Ja, spiele ich ab wie weiß Eis. Es regt mich so auf, dass mir gegen den Aufstieger Pünktler glatt liegen. Das ist so wichtig. Ja, weg der Tabellenspitze. Ja, und dann habe ich noch ein Wort gesagt, was ich eigentlich nicht so sagen soll. Nochmal wegen dem Wort, was ich gesagt habe. Weil das hat mich gerade aufgeregt, in dieser Situation das 2-0 kassieren. Nur in zwei Kämpfe gegangen und nachher, ja. Ich habe vor die Kurve gegangen und hat sie gekriegt und das liegt mich auf und auf. Aber, ja. Ja, schmeichelt auf mein Glück, dass wir nicht 2-0 kassiert haben. Aber, ja, was soll ich machen? Es ist jetzt einfach so heiß. Wir müssen einfach hoffen, dass morgen IB Punkte in der Liga gegen Lugano. Aber ja, das nächste Spiel ist gegen Servet. Ja, mein Tipp ist völlig auseinander. Toffe, ich denke 4-0 oder 3-0. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, 1-1 gegen Aufsteiger. Fühlt sich wie eine Niederlage, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wenn euch der Vlog auch gefallen hat, dann würde ich ein Abo da. Liket und kommentiert und dann liebe da. Zwischendurch ist Köp, Zürich gegen Berlin-Zone. Ich kann leider nicht gehen, weil ich bin noch nicht 100% sicher, ob ich gehe, aber ich glaube, dass ich nicht gehe. Weil ich am nächsten Tag wieder arbeiten muss und so. Darum möchte ich mal sagen, wir sehen uns am Samstag wieder und ja. Ciao zusammen.